So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal waren wir da oben im Schrein und haben, achso, den Schrein sieht man nicht mehr nach. Also wir waren auf jeden Fall da oben im Schrein und haben hier diese Fähigkeit für die Eissäulen hinbekommen. Das Kryo-Modul war es, glaube ich. Und jetzt haben wir hier zum Schluss noch den Stamm rübergeworfen und fragen jetzt mal das Ding aus. Ui, du hast mich entdeckt. Das ist alles? Tschüssi. Ich sage es uns gar nichts. Eigentlich sind die schon ziemlich nutzlos. Na gut. Gehen wir halt weiter. Hier ist es nicht, oder? Nö, nee, sieht nicht so aus. Ist das Metall? Das ist Metall. So. Das geht nicht, wenn ich draufstehe, oder? Na gut, ein Versuch war's wert. Aber andererseits brauche ich das Ding wohl nicht, oder? Nein, das wollte ich nicht. Wechsel. Ja. Geht doch. Da schaffe ich es auch so rüber. Ach, da liegt noch so eine Platte rum, die habe ich gar nicht gesehen. Na gut, dann stürmen wir das Ding mal wieder. Das da hinten auch. Ja. Schack das Ding weg. Steuerung. Ich hab sie immer noch nicht so ganz. So ganz raus. Auch wenn es langsam besser wird. So. Kann ich das Ding jetzt drehen irgendwie? Nicht wirklich. Nein, nein. Ich kann es nicht drehen. Ja, das muss ich gleich nochmal neu machen. Moment, ich krieg das hin. So, geht doch. Moment, hoch. Bäh. Ein bisschen näher. So soll das aussehen. Geht doch. Weil ich das zwar jetzt auch nicht mehr brauche, aber immerhin habe ich es noch gemacht. Das sind ja von diesen Viechern. Hm. Gehen wir mal nach da hinten. Na, guck wieder nach oben. Na, vielleicht machen wir jetzt erstmal den hier vor. Viel zu weit unten. Ich glaube, ich treffe die so nicht. Okay, Versuch Nummer 2. Nein. Na gut, vielleicht wechsle ich einfach mal eben schnell auf die Bombenpfeile. Das hat den jetzt leider nicht wirklich viel ausgemacht. Vielleicht kann ich noch ein Stück höher ziehen. Na also, so muss das. Bombenpfeile habe ich jetzt zwar keine mehr, aber ich kann noch auf die normalen Pfeile wechseln. Na, bleib zu stehen. So auf mich zu. Na toll. Au! Weg mit dir! Der hatte ein Schwert dabei, oder? Das ist jetzt. Na toll, das ist jetzt untergefallen. Oh, und ein Herz. Na gut, dann lass ich jetzt mal raus. Ja. Ein Drillbild und ein Lichtkübel. Weil, warum nicht? Gib den Pfeil her. Den auch. Achso, da liegt gar keiner. Liegt da ein Pfeil? Da! Wollte ich mal weg?
Da musst du noch eine liegen dann eigentlich, oder? Nein, das funktioniert nur eine begrenzte Zeit. Nein, da liegt wieder einer. Ich werde nicht so ganz schlau draus. Hat er eigentlich endlos viele Pfeile dabei? Sieht ganz so aus. Naja. Holzpfeil, Holzpfeil, Holzpfeil. Ich packe euch nicht den Ausdauerling, den ich gerne mit den Hyrule-Pilzen. Die Hyrule-Pilze, um genau zu sein, und natürlich die Chili-Schoten. Nutzen gern. Achso, ich habe noch keinen Bogen mehr ausgerüstet. Dann wechsle ich doch mal auf den Reisebogen. Und das nehme ich auch noch mit. Da ist keiner mehr. Volltreffer. Den Bockbogen brauche ich nicht. Das andere Zeug nehme ich gern mit. Mehr Pfeile. Ich habe die aber auch ordentlich verschossen diesmal. Was leuchtet da hinten? Was ist das? Was sagt die Karte dazu? Oh, ist nicht auf der Karte. Schade. Naja. Ich werde es noch rausfinden. So, da oben ist doch. Ist da oben eigentlich keine Truhe irgendwo? Komme ich da oben überhaupt irgendwie hoch? Ich würde mal sagen. Krieg ich das mit Pfeilen getroffen? Ja. Man muss einfach nur genau genug zielen und danach nicht von der Brücke erschlagen werden, nach Möglichkeit. Sogar zwei Truhen. Was ist da drin? Bernstein. Stachelbockschild nehme ich gerne mit. Und hier? 5 Holzpfeile, naja. Ja, ich nehme den Kopf aus den Bäumen. Ich werde da runter gucken. Ziemlich tief da unten. Was ist das da eigentlich? Wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Der Bockschutz zerbricht gleich, kein Problem. So. Ich kann einen neuen Bockstock ausrüsten. Bockpower. Und Horn. Die Hand brauche ich immer noch nicht. Was ist das hier? Bockkeule. Die Waffe eines Bockblinden. Plump, aber sehr schmerzhaft. Und wenn sie trifft, schlägt Feinde den Schild aus der Hand. Schlägt Feinden den Schild aus der Hand. Ein- oder zweihändig? Einhändig. Nein, zweihändig. Schade. Dann nicht. So, Hauer. Hauer, Horn. Hauer. Noch mehr Hauer. Ah, ich verzichte jetzt mal auf die Hand. Ich hab genug Hände. Das ist nicht in-game. Also doch schon. 2 reichen eigentlich. Also auf jeden Fall nicht von der Sorte. Kann ich da hochklettern? Das wird schwer, aber ich kann es versuchen. Nein. Pack das Ding weg. Mit Anlauf vielleicht. Nein, das war wieder nichts. Das wird nicht bis oben reichen, oder? Dafür hätte ich mir vorher was aus den Ausdauerpilzen kochen müssen. Kann ich die eigentlich auch so essen? Bringt mir das was? Nein, nur als Kochzutat. Naja, ich kann wenigstens... Ich kann nicht mal oben drauf gucken. Ah, wenn ich noch ein Stück hochgehe? Nein, ich sehe einfach nicht oben drauf. Das Spiel lässt mich nicht.
So, ich glaube, noch höher komme ich nicht. Tja, schade. Ah, da unten ist doch eine Kochstelle. Haha. Was habe ich gerade ausgerüstet? Perfekt. Das reicht völlig. So. Dann koche ich mir doch noch ein bisschen was. Ja, Ausdauerling. Wie viele von den Dingern? Ich pack mal zwei da in die Hand und ein bisschen Ausdauerhonig. Vielleicht noch einen Apfel dazu. Und einen Hyrule-Pilz. Nur, dass ich fünf Zutaten in der Hand habe. Mal gucken, was draus wird. Süßes Pilzobst. Ausdauer Festtagspilze. Füllt die Ausdauer auf. Beliebtes Pilzgericht mit Honig verfeinert. Ein intensiver, facettenreicher Geschmack. Sieht gut aus. In die Hand. Packe ich die zwei noch dahin. Den Pilz und zwei Chili-Joten. Zwei Chili-Schoten. Pilzspieß. Oh. Kein Ausdauer. Ja, dann. Halt nur den einen Pilz. Mal gucken, was da jetzt los wird. Ausdauer, Pilzspieß. Ja, okay. Okay, damit müsste ich es jetzt nach oben schaffen, oder? Das bisschen Ausdauer war ja quasi gerade noch das, was mir gefehlt hat. So, nah genug ran, dann hochspringen und klettern. Ich glaube, wenn ich einfach nur so hochklettert, braucht das weniger Ausdauer, wenn ich hochspringe, oder? Ich bin dann nur langsamer. Das sieht nach sehr viel weniger aus. Vielleicht hätte ich das gleich so machen sollen, dann hätte ich jetzt nicht ewig kochen müssen. Naja, jetzt weiß ich immerhin, wie es geht. Wobei, das muss die Vorfahrt schon. Eine Truhe. Sehr schön. Na ja, wow. Das alles für 5 Holzpfeile, das hat sich mal sowas von gelohnt. Schöne Aussicht aber hier oben immerhin. Da unten sind garantiert noch welche, da brennt ein Feuer. Oh, die Sonne geht wieder auf. Oh, die Sonne geht wieder auf. Oh, das Spiel ist so schön. Jetzt muss ich nur langsam wieder runter. Das ist natürlich blöd. Naja. Nein. Das war knapp. So, da schön hoch auf den Weg. Und schön den Sonnenaufgang genießen gleich. Ach, das Spiel ist so schön. Ist das denn schon die Sonne? Das da? Ich glaube direkt über dem Berg, oder? Oh, das Spiel ist so schön. Oh, das Spiel ist so schön. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das ist unglaublich, echt. Was ist das da für ein Gewächs? Huch. Was veranstalten die da für einen Tanz? Hexenverbrennung? Ich bin nicht die Hexe, nur dass das klar ist. Aber hier kann ich schön aus dem Hinterhalt raus angreifen. Du siehst mich nicht. Er sieht mich doch.
Naja, einer weniger. Ja, halt, ich brauche eine neue Waffe. Du kannst mich doch nicht weiter angreifen, während ich keine Waffe habe. Ich nehme mal das Ding. Huch. Nein, den brauche ich nicht, den Schild. Sonst... lass Ruhe. Was da wohl drin ist? Oh, nehme ich mir halt noch einen Bockstock mit. Oh, da unten rollt gerade das Horn davon. Und... weg. So, den Bockbogen brauche ich nicht. Das nehme ich von mir aus mit. Das Ding hier kann ich doch bestimmt bewegen. Das ist aus Metall. Jawohl. Frage ist nur, bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht. Ich kann es theoretisch bewegen. Das war es dann auch schon. Da oben ist nichts. Nein, da oben ist nichts. Da ist noch eine Kochstelle, die ich nicht brauche. Und hier oben ist die Truhe. Ich gucke schon wieder die ganze Zeit nach oben. Immer wenn ich im Spiel an den oberen Bildschirmrand gucke, strecke ich auf den Kopf, oder wenn ich oben irgendwas sehen will, strecke ich den Kopf nach oben, als ob ich dann mehr sehen könnte. Naja. Ach Moment, eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Da war doch was, wenn ich im Sprung den Bogen zück. Ah. Das ist cool. Boah, dieses Spiel. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich lang gehen? Ich habe mir doch irgendwo eine Route zurechtgelegt. Achso, ja, hier. Zum Krötenteich. Oh, da muss ich nach unten. Vielleicht da hinten rum? Das sieht irgendwie so verdächtig aus. Da ist was. Tock. Wald der Seelen. Ja, ich gehe mal da außen rum. Achso, jetzt bin ich auf den Fels versprungen. Wenn ich jetzt nach unten gucke, geht's ins Nichts. Das ist der Wald. Ah, da hinten war das erste, der erste Schrein. Ja, Tatsache, wenn ich jetzt noch unten gucke, geht es nichts. Moment, eine Sache möchte ich mal kurz ausprobieren. Nein, nicht weit genug. Headshot, von hier oben aus. Ich bin stolz auf mich. Treffe ich da hinten auch? Beinahe. Das war nicht weit genug. Ah, wenn er da stehen geblieben wäre, hätte ich ihn getroffen. Na ja, gut, lassen wir das. So, was war jetzt das, was ich auf der Karte? Da unten. Oder? Das war doch das. Wie komme ich da hin? Erstmal außenrum, würde ich sagen. So. Und dann? Hier weiter direkt runter. Oh, das muss jetzt nicht unbedingt sein, glaube ich. Ach, das ist wieder so ein Ding. Na, da ist 100% wieder eine Truhe drin. Nein, da muss jetzt auch nicht direkt runtergesprungen sein. Hier der Mauer entlang. An der Mauer entlang. Das dürfte gehen, oder? Ja, das sieht gut aus. Na, lass los. Wunderbar. Ah, da oben liegen direkt Felsbrocken. Sehr schön, da kann ich gleich ein paar von denen erledigen. So. Ah, sie liegen direkt unter mir. Die stehen direkt unter mir, besser gesagt. Wobei, jetzt liegen sie gleich.
den hier kann ich auch gleich erledigen. Erstmal kurz mal den Kopf getroffen. Naja. So, treffe ich einen von denen noch gleich mit? Vielleicht auch zwei? Mal gucken. Nur einen. Naja. So, deinen Kopf treffe ich so weit nach unten ziehen. Kann ich nicht? Ach, das ist aber mies. Wieso kann ich nicht so weit nach unten ziehen? Muss ich es halt zeitlich versuchen. In Sicherheit bringen ist langweilig. Das verstehe ich natürlich. Ich würde auch lieber stehen bleiben und hochgucken, während mir einer Pfeil ins Auge schießt. Oh Moment, kann ich vielleicht direkt einen einzelnen Apfel runterschießen? Wilhelm Tell? Steckt der jetzt? Im Apfel? Der steckt tatsächlich im Apfel. Cool. Ich mag das Spiel voll. Ruckelt aber wieder ein bisschen hier im Gras. Also das Spiel mag Gras nicht sonderlich. Muss wohl ein US-Republikaner sein. Für die ist Gras ja auch das Teufelszeug schlechthin. Nein, nein! Um Gottes Willen, nicht noch weiter runterrutschen. Ist hier noch irgendwas? Ist hier sonst nichts mehr hier? Ziemlich windig hier. Oh. Hey, ist hier keiner mehr? Das kann doch fast nicht sein eigentlich. Oh, sieht auch so aus. Kann ich die Truhe einfach mitnehmen jetzt? Ich hab tatsächlich keinen Anführer hier. Naja. 5 Feuerpfeile. Nett. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir beenden die Folge hier und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.